Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich wieder einen Buchtag für euch. Den habe ich auf Pinterest gefunden und zwar von einer Webseite, die nennt sich booktwinsreviews.com und der Tag heißt The TBR Book Tag, also der To Be Read Buchtag. Es geht also um den Sub, also um den Stapel ungelesener Bücher. Jetzt ist aber auch mal Feierabend mit Sonderbegriffen. Also es geht um den Stapel ungelesener Bücher und der wird hier in, glaube ich, 10, 12 Fragen genauer beleuchtet. Und das fand ich cool und wollte es gerne mitmachen. Deswegen habe ich mir die Fragen auch selber übersetzt. Und ja, würde ich sagen, starten wir mal direkt. Frage Nummer 1. Wie behältst du den Überblick über deinen Sub? Ich nutze seit ein paar Jahren die Lovely Books Regale. Dort habe ich ein Regal für Hörbücher auf dem Stapel ungelesener Bücher, dann ein für die normalen Printbücher und dann einen für E-Books. Und das geht ganz gut so, finde ich. Also da habe ich ganz gute Überblick drüber. Und früher hatte ich das mal in Excel-Tabellen bzw. so Google Docs-Tabellen, was auch einen Charme hatte, weil ich dann unterwegs quasi in diese Listen gucken konnte, schauen konnte, was habe ich vielleicht schon zu Hause. Da ich aber in den letzten Jahren eigentlich schon nicht mehr so wahnsinnig viel am Büchershoppen war, hat sich das irgendwann erübrigt. Und ich finde es schön, dass es so visuell ist. Die Excel-Tabellen waren ja wirklich immer nur Text und in den Regalen von Lovely Books kannst du dann halt die Cover auch sehen und kannst das auch nach bestimmten Sachen filtern und so, was manchmal sehr, sehr praktisch ist, gerade bei so Jahreschallenges oder so, wo ich mit dabei bin, dass man dann eben zum Beispiel, was weiß ich, Aufgabe ist, liest was mit einem Doppel-S im Titel, dann kann man halt recht gut dort digital das durchsuchen oder auch irgendwie liest ein Buch mit einem Cover in Blau oder so. Das ist halt schwierig auf einer Excel-Tabelle zu finden. Aber ich muss sagen, zum Glück geht dieser Tag nicht über meinen Wunschzettel, weil das ist Kraut und Rüben. Ich habe irgendwie Bücher, die ich cool finde, habe ich bei Audible auf der Wunschliste gespeichert. Ich habe sie bei Lovely Books auf einem Wunschzettel gespeichert. Ich habe sie noch in alten Excel-Tabellen gespeichert und nie überführt. Also es ist wirklich Kraut und Rüben. Ich habe bei Amazon ein paar auf der Wunschzettel. Also wirklich, ja, das ist wirklich Kraut und Rüben. Frage Nummer 2. Besteht dein Sub größtenteils aus Print- oder E-Büchern? Aktuell, und es ist Mitte Juli, besteht er aus 62 Büchern, 99 E-Books und 125 Hörbüchern, also aus Hörbüchern größtenteils. Wie entscheidest du, welches Buch aus deinem Sub als nächstes dran ist zu lesen? Eigentlich meistens nach Lust und Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich greife einfach zu dem, ich weiß ja immer ungefähr, worum es geht und vielleicht sogar auch vom Design her, sage ich jetzt mal, wenn es ein skurriles Cover ist, dann ist es wahrscheinlich auch eine skurrile Geschichte so. Und dann greife ich einfach dazu, worauf ich Lust habe. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch Rezi-Exemplare oftmals bevorzuge und die dann auch möglichst schnell natürlich lesen möchte. Ist ja irgendwo klar. Und ich bin ja bei manchen Subabbau-Challenges mit dabei. Die gibt es monatlich und die gibt es auch oftmals als Jahreschallenge. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das ist mir zu viel. Deswegen bin ich jetzt die letzten 2 Jahre bei der Jahreschallenge mit dabei gewesen, weil das eben auch vom Thema her dann länger gilt. Das ist für mich irgendwie schöner. Und dann lese ich halt ein bisschen danach, was dort die Aufgaben sind. Es gäbe auch Monatschallenges, da sind dann die Themen jeden Monat dann eben unterschiedlich. Beides gibt mir eigentlich einen ganz guten Anstups, um bestimmte Sachen halt zu lesen und mich anzustrengen, dass eben die bestimmten Aufgaben erfüllt wurden sozusagen. Und manchmal geht das sogar so weit, dass ich mir selber auch nochmal Lesemonatsmottos setze. Habt ihr dieses Jahr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal mitbekommen. Zum Beispiel den Muttertagsmonat, wo ich eben alle Bücher, die ich von meiner Mutter ausgeliehen oder geschenkt bekommen habe, gelesen habe. Oder auch Familienromane. Also manchmal mache ich mir dann auch selber so ein paar Themen, wenn ich denke, eigentlich hätte ich mal wieder Lust auf das und das Motto sozusagen oder den und den Fokuspunkt. Und dann mache ich das eben für mich selber. Da ist übrigens auch noch was in petto und zwar einmal würde ich gerne im Oktober den Spookathon machen, wo möglichst gruselige Bücher gelesen werden sollen wegen Halloween und ich habe auch noch so ein paar Bücher, wo ich mir denke, oh, eigentlich müsste ich in die mal alle reinlesen, um zu gucken, ob ich die wirklich nicht mehr lesen möchte. Also ich habe ein paar Bücher, wo ich irgendwie denke, das wird bestimmt ein Flop, das wird mir bestimmt nicht gefallen. Aber so ganz trennen kann ich mich von denen dann trotzdem noch nicht. Und es wäre, glaube ich, total hilfreich, mal einen Monat zu haben, wie gesagt, wo man in alles ordentlich reinliest oder auch die ersten 100 Seiten liest oder so und dann nochmal überdenkt,
ob man das weiterhin zu Ende lesen möchte oder ob man es abbricht. Es wird allerdings ein sehr trauriger Monat, muss ich sagen. Also deswegen habe ich mich da jetzt noch so ein bisschen vorgedrückt. Ein Buch, das mit am längsten auf deinem Sub liegt. Das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan. Das ist ein Sci-Fi-Roman, ein Klassiker, habe ich gehört, der sehr gut sein soll. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu hören. Das ist nämlich ein Hörbuch. Oder aber auch Das grüne Akkordeon von Annie Proulx. Das liegt schon ewig und 3 Tage auf meinem Stapel ungelesener Bücher, obwohl es bestimmt richtig gut ist. Von Annie Proulx hatte ich zuvor schon Schiffsmeldungen gelesen. Das war wahnsinnig gut. Das grüne Akkordeon hat zu mir sogar noch einen Bezug, weil ich Akkordeonspielerin bin. Und trotzdem habe ich es noch nicht gelesen. Es geht um ja, Generationen von Auswanderern, die eben durch dieses Akkordeon miteinander verbunden sind, die eben in Amerika sich durchschlagen. Der erste ist eben der Akkordeonbauer, der 1890 aus Sizilien nach Amerika kommt und dann wird es irgendwie geklaut und verkauft und dieses und jenes. Also es kommt ganz schön rum und zeigt eben auch so ein bisschen die verschiedensten Kulturen, die nach Amerika in der Zeit ausgewandert sind. Das waren ja wirklich aus ganz Europa und sehr, sehr unterschiedliche Menschen einfach auch und Kulturen, die da aufeinander gestoßen sind. Da gab es natürlich auch Reibereien. Also es ist so ein bisschen gesellschaftskritisch und erzählt die Geschichte Amerikas sozusagen oder die Geschichte der Einwanderer in Amerika und hört sich wahnsinnig interessant an, wie ich finde. Aber eines Tages. Ein Buch, das du erst letztens deinem Sub zugeführt hast. Das ist eine super schwierig zu lesende Frage. Nevernight 3, Die Rache von Jay Kristoff, ist ein Rezensionsexemplar, was ganz frisch dazugekommen ist und was ich gerade auch schon lese und was ich total genieße. Die ganze Reihe ist total super. Bin sehr gespannt, wie es endet jetzt hier in Band 3. Band 2 fand ich bisher am besten. Band 1 war noch so ein bisschen langweilig an manchen Stellen. Band 2 fand ich richtig gut und ja, Band 3 wird sicherlich auch gut. Da geht es um eine Assassinen, die, also sehr düstere Buchreihe, um eine Assassinin, die persönliche Rache ausüben möchte, denn ihr Vater wollte die Republik stürzen und wurde dann gehängt. Und derjenige, der dafür verantwortlich ist, ist jetzt das Oberhaupt des Staates. Und es sind noch ein paar andere für zuständig, sage ich jetzt mal. Und nach will sie eben versuchen, diese Leute zu töten, so ein bisschen wie Arya auf ihrem mit ihrer Liste, sage ich jetzt mal. Und lässt sich dazu eben dann ausbilden und erlebt aber richtig viele Sachen noch am Rande und ist total fantasievoll. Tolle Charaktere, alles super geschildert und hat alles Hand und Fuß und ist auch so ein bisschen ironisch, leicht amüsant. Also ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich habe jetzt noch mal eins mit draufgenommen, was noch nicht wirklich auf meinem Stapel ungelesener Bücher liegt, aber schon bestellt ist. Und zwar Glückskinder von Theresa Simon. Da freue ich mich richtig doll drauf. Da geht es um eine typische Zweite Weltkriegsgeschichte über zwei Frauen, die auf dem Schwarzmarkt ihr Glück versuchen und versuchen, ihr Geschäft dort aufzubauen sozusagen. Und ja, wie es eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland so ablief. Hört sich, finde ich, richtig cool an. Ein Buch, das nur aufgrund seines schönen Covers auf deinem Sub gelandet ist, da würde ich nennen Die Tage, die ich dir verspreche von Lily Oliver. Ich habe relativ selten Bücher auf meinem Sub, die ich wirklich ausschließlich wegen des Covers kaufe oder mir ertausche oder wie auch immer. Meistens geht es eher nach der Handlung, muss ich sagen. Bei Die Tage, die ich dir verspreche, das habe ich von Ramona geschenkt bekommen. Die hat da so ein bisschen ausgemistet. Und da habe ich tatsächlich so geguckt und dachte so, das sieht aber ganz, ganz schön aus. Lily Oliver kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, die Handlung hat mich da nämlich nicht primär angesprochen, sondern da tatsächlich eher das Cover. Und deswegen habe ich das jetzt hier genannt. Ein Buch auf deinem Sub, das du insgeheim nicht mehr lesen möchtest. Ich sag mal, siehe oben. Also es gibt ein paar, wo ich mir, also die ich mir angucke und denke so, pff, will ich das nur jetzt nicht lesen oder will ich das immer, immer nicht lesen? Also eigentlich miste ich relativ regelmäßig aus. Aber es gibt trotzdem einige, wo man jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig Lust drauf hat, aber wo man irgendwie doch nochmal auch das nicht komplett ungelesen weggeben möchte, sondern wo man sich denkt, da möchte ich eigentlich nochmal ein bisschen Zeit mit verbringen und gucken, ob es mir wirklich nicht gefällt. Weil nur von außen sozusagen, ohne jemals eine Zeile davon gelesen zu haben, ist es eigentlich auch Quatsch, ein Buch wegzugeben. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel nennen Beren und Lúthien von G.R.R. Tolkien. Das habe ich mal geschenkt bekommen und muss sagen, dass mir der Herr der Ringe echt nicht gut gefallen hat. Haben mir die Filme leider deutlich besser gefallen als das Buch und das ist schon echt eine Sache so. Ich fand es einfach super langatmig. Der Hobbit würde ich sehr gerne zum Beispiel nochmal lesen von ihm, aber sonst hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nichts mehr von Tolkien zu lesen. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt ein Geschenk und da geht es irgendwie um so ein Liebespaar. Halt auch wieder irgendwas mit Elfen und so und keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingelesen und ich möchte ihm eigentlich eine Chance geben. Sieht ganz gut aus, aber so richtig Lust habe ich darauf nicht. Dann könnte ich noch nennen After Passion von Anna Todd. Das ist ein Buch, das habe ich auch mal. War denn das noch? Das wurde mir empfohlen, aber ich glaube, die Person, die es mir empfohlen hat, hat ab Band 2 fand sie es furchtbar.
Und das ist auch ein recht langes Hörbuch, also etliche Stunden. Und das ist so ein bisschen wieder dieses, ich sag mal, Hin und Her, ne? Also so, da geht es um eine Liebesbeziehung, die nicht so richtig zueinander findet. Und mal will der eine, mal will die andere, mal wollen beide nicht, mal will keiner und so weiter. Und es geht, wie gesagt, immer hin und her. Und da steht, also mir persönlich steht darauf der Sinn relativ selten, aber dadurch, dass es eben, wie gesagt, eine Empfehlung war, bin ich so ein bisschen so, vielleicht lese ich es aber doch, aber dann werde ich wahrscheinlich die nächsten Bände nicht lesen. Also da bin ich mir unsicher, ob ich das überhaupt lesen werde oder ob wenigstens mal reinlesen werde oder so, keine Ahnung. Der erste soll noch gut sein, die danach nicht mehr so. Dann habe ich noch ein paar englische Klassiker, wie zum Beispiel Disturbing the Peace von Richard Yates. Ich bin der Meinung, ich habe mal irgendwann eins meiner Wunschzettelbücher bei einem Typen auf eBay Kleinanzeigen gefunden, hatte den dann angeschrieben und dann hat er mir quasi noch ein paar gratis dazu gepackt. Der war wahrscheinlich froh, dass er sie weg hat. Und da war, glaube ich, auch so zwei Klassiker eben mit dabei. Er hat mich schon nochmal vorher gefragt, ne? Also ich habe dann gesagt, ja, dieses und dieses, man kennt irgendwie den Namen und so, wie gesagt, wahrscheinlich ein Klassiker. Und dann habe ich halt einfach ja gesagt bei ein paar Sachen und aber so richtig von mir aus würde ich da jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt zugreifen. Sie sind sehr dünn, so. Und wie gesagt, Klassiker, also kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Könnte ich mir also nochmal überlegen, ob ich das nicht vielleicht doch nochmal irgendwie mache. Ein unveröffentlichtes Buch auf deinem Sub, auf das du dich total freust. Da hätte ich jetzt auch das Glückskinder nochmal nennen können, aber ich sag mal Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery. Ist auch ein Rezensionsexemplar, was ich angefragt habe. Und das ist ein Hörbuch und es ist ein kanadischer Kinderbuchklassiker, den ich insbesondere Anne Bogle von dem Podcast What Should I Read Next öfter auch mal referenzieren höre. Und das soll einfach so richtig ein heimeliges Gefühl sein. Also da geht es um eine junge Waisin, die mit ihren feuerroten Locken auf so eine Farm eben in Kanada kommt. Eigentlich wollten die einen Jungen haben oder einen Jungen adoptieren sozusagen, der auch gut mit anpacken kann. Und dann kriegen sie halt das Mädchen und sie schleicht sich aber trotzdem in ihr Herz. Also und was weiß ich, der dann noch irgendwie eine gute Freundin und erlebt so halt ihre Kindheitsabenteuer dort. Und da habe ich richtig Lust drauf, da freue ich mich drauf. Ein Buch auf deinem Sub, das alle außer dir schon gelesen haben. Ich finde, mein Sub ist größtenteils sehr nischig, aber vielleicht Die hellen Tage von Suzua Bank. Das könnte ich mir vorstellen, haben wahrscheinlich viele schon gelesen. Und ganz ehrlich, ich habe es schon ewig auf meinem Wunschzettel. Ich habe es Anfang diesen Jahres bekommen als Buchgeschenk von Doreen, weil ich in der letztjährigen Jahreschallenge eben ein Buchpaket gewonnen hatte und das war eben auch mit dabei. Ich weiß gerade nicht, was die Handlung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Cover habe ich bildlich vor mir, vor meinem inneren Auge, aber jetzt, was die Handlung angeht, gute Frage, nächste Frage, kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Es ist aber relativ bekannt, insofern könnte es gut sein, dass ihr das auch schon kennt oder dass alle anderen das schon gelesen haben. Oder vielleicht auch Magisterium von Cassandra Clare. Das habe ich auch noch auf dem Hörbuch-Sub und das kennen, glaube ich, auch recht viele. Es ist ja so ein bisschen, geht wohl in die Richtung Harry Potter im Sinne von, dass es ein magisches Internat ist und dort ganz viele Erlebnisse sind und Gefahren bestanden werden müssen und so. Ist auch eine mehrteilige Reihe mittlerweile. Ich glaube 3, 4, 5, weiß ich gerade gar nicht. Mindestens 3 Bände gibt es davon und den ersten habe ich als Hörbuch. Auch da wieder, wenn ich mit dem ersten anfange und der gefällt mir gut, dann muss ich die anderen 5 erstmal vorher lesen und dann ist es Subaufbau, also lasse ich das erstmal momentan gerade. Aber das könnten andere schon gelesen haben. Ein Buch auf deinem Sub, das dir schon oft empfohlen wurde, das ist Ein wenig Leben von Hania Yanagihara. Das soll auch sehr gut sein, meine Schwester hat es neulich gehört und fand es richtig, richtig klasse. Da geht es, das ist wie, ja, ein lebensumspannender Roman, tiefgründig, wo, wie war denn das nochmal? Ich glaube, es geht um eine Gruppe von Freunden und irgendwie einer von denen stirbt oder so oder wird von irgendwem anders aus der Gruppe umgebracht und dann wird die Kindheit von denen aufgerollt und dieses und jenes, also das ganze Leben sozusagen bis zu diesem Punkt, wird in aller epischen Breite quasi erzählt. Und das soll sehr gut sein. So ein bisschen wie der Distelfink, denke ich mal. Oder Mind Games von Terry Terry. Das ist auch schon ewig auf meinem Hörbuch-Sub, habe ich auch richtig Lust drauf. Da geht es, das ist ja irgendwie so ein auch magischer Realismus, glaube ich. Also es geht um eine Gruppe von Freunden, die irgendwie in ein Computerspiel eintauchen oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich super gefährlich und so. Soll sehr gut sein. Das ist, glaube ich, Jugendliteratur. Ein Buch auf deinem Sub, auf das du dich total freust. Das wäre beispielsweise, also ich freue mich auf sehr, sehr viele von meinem Sub, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in letzter Zeit freue ich mich besonders auf Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Das ist ein Buch, was ich aus meinem London-Urlaub letztes Jahr mitgebracht habe, auch auf Englisch. Und das soll super, super gut sein. Da geht es um eine fiktive Band mit eben Daisy Jones als Vorsängerin oder als Sängerin, die da auch so ein bisschen den Ton angibt. Und dann kommt sie natürlich in Streitereien. Es geht um Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und das ist immer so ein bisschen, also ganz
ja, ganz ungewöhnlich aufgemacht, weil im Buch ist es zum Beispiel auch so, dass alle paar Absätze erzählt wer anders. Ist wer anders der Erzähler so und es wird aus verschiedenen Perspektiven alles immer erzählt und es soll wirklich so wirken, dass man, während man es liest, fragt man sich die ganze Zeit so, gab es diese Band wirklich nicht wirklich? Oder also, ne, was ist das Vorbild? Und das wirkt alles sehr real und sehr gut geschildert. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und das habe ich in letzter Zeit nämlich auch öfter mal auf Instagram gesehen, dass ein paar Leute das irgendwie gelesen haben und da haben mir dann wieder Lust drauf gemacht. Was ich auch kaum erwarten kann, ist Kompass ohne Norden von Neil Schusterman. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich angefragt habe. Und da geht es um einen jungen Mann, der, ja, ich glaube, schizophren ist, also so Angststörungen auch hat. Und in seinem Kopf ist er der totale Held, aber in Wirklichkeit fürchtet er sich sogar vor dem Wasserschlauch. Und ich habe schon mal so ein bisschen nicht reingelesen, aber reingeblättert. Und da sind halt super viele Zeichnungen auch mit drin und es ist super kreativ irgendwie aufgemacht. Und ich glaube, das wird ein sehr berührender Roman, der ja auch nochmal in Richtung Angststörung und so und oder Schizophrenie auch nochmal ein bisschen Aufklärung leisten wird und ja, mich was lernen lassen wird. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Und die letzte Frage: Wie viele Bücher hast du insgesamt auf deinem Sub? Aktuell, Mitte Juli, sind es 62 ungelesene Bücher plus 99 E-Books plus 125 Hörbücher, also 286 ungelesene Bücher. Ilana out. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.